Am 10. Dezember 2015 saßen hier auf diesem Sofa zwei Gäste einer unserer Diskussionsreihen. Es waren damals Franz Senfter und Michel Oberholenzer, die über die Zukunft der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion diskutierten. Leider mussten wir uns vor einigen Tagen von Michel Oberholenzer verabschieden und wir gedenken seiner als eines großen Vordenkers, als eines Menschen, der sehr viel ins Handeln bringen konnte, der ohne Provokation und ohne Aggression gezeigt hat, wie man die Landwirtschaft und die Lebensmittelproduktion verändern, ökologisieren und regionalisieren kann und der ein Leben lang an diesem alternativen Modell gearbeitet hat. Lieber Michel, du bist gegangen, dein Wirken bleibt, wir machen weiter. Und so ist er heute bei uns. Ich darf den Kalle bitten, einen Augenblick aufzustehen und einen Augenblick an Michel Oberholenzer zu denken und an seine Familie. Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen zum letzten Abend in der Startklar-Reihe 2021-22. Wir haben wieder vier Abende organisiert und haben uns dabei mit verschiedensten Themenstellungen auseinandergesetzt, mit sozialen Entwicklungen, mit Ungerechtigkeiten in der Welt, mit dem Klimawandel, mit ökologischen Themen. Und eines von den Themen, das wir jedes Mal auch sehr gerne mit einnehmen, ist die Entwicklung der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion. Mit dem Thema, mit dem wir heute aus aktuellem traurigen Anlass eingestiegen sein. Wir haben heute zwei sehr interessante Gäste aus der Praxis, die beide in landwirtschaftlichen Betrieben oder als landwirtschaftliche Unternehmer tätig sind. Und die neue Wege aufzeigen, wie wir die Landwirtschaft, die Lebensmittelproduktion wieder werthaltiger und auch perspektivreicher gestalten können. Wir wissen alle sehr genau, dass die Entwicklungen, wie wir sie momentan in der Welt erleben, keine Perspektive mehr darstellen oder wenig Zukunft bieten. Wir sehen, dass alle Systeme, die uns und unser Alltagsleben beeinflussen, vom Klima über die Finanzwirtschaft bis hin eben auch zur Landwirtschaftsproduktion, zur Arbeit, zu den sozialen Entwicklungen, wir sind alle in einem kritischen Zustand und wir kämen aus der Situation leider aus, wenn wir wirklich engagiert und couragiert neue Wege gehen und wenn wir auf die schauen, die Wege schon gehen. Deswegen begrüße herzlich und ich bitte Sie mit einem Applaus zu begrüßen, die Julia Fischer. Und den Lorenz Schiener. Ich möchte gleich mit einer ersten Frage starten. Liebe Julia, erzähl uns ein bisschen, wie dein Weg in die Landwirtschaft war und was du machst und wo du momentan hauptsächlich tätig bist. Bitte das Mikro nehmen. Das müsste schon eingeschaltet sein. Ja, schönen guten Abend in alle, auch von meiner Seite. Ich freue mich, heute da sein zu dürfen und über das, was ich tue und wovon ich überzeugt bin, zu reden und dann kann ich es erzählen. Ich bin 28 Jahre alt. Wir haben daheim einen landwirtschaftlichen Betrieb, einen Viehwirtschaftsbetrieb. Wir haben einen Urlaub auf dem Bauernhof, also gekoppelt einen Urlaub auf dem Bauernhof und noch eine Reitschule dabei. Und wie es halt so ist im Familienbetrieb, haben meine Geschwister und ich allem schon in der Landwirtschaft mitgearbeitet und mitgeholfen, ohne Druck, aber
dass irgendwer einmal den Betrieb übernehmen müsste. Ich habe dann meine schulische Ausbildung gemacht, habe dann Pädagogik studiert und meinen Master in sozialer Arbeit gemacht und bin nachher nach dem Studium eigentlich auf den Stand gewesen, wo ich eigentlich gesagt habe, ich möchte jetzt aber mich in der Landwirtschaft sozusagen selbst verwirklichen und möchte daheim auf dem Hof bleiben und meine Ziele verfolgen. Habe nachher noch die Ausbildung zur Reittherapeutin gemacht. Das heißt, ich kann es nach wie vor mit dem sozialen Aspekt verbinden, die Arbeit auf dem Hof. Und genau, wir waren bis 2009 ein konventioneller Milchbetrieb. Wie viel habt ihr denn das Viech gehabt damals? Oder wie? Wir haben in unsere besten Zeiten waren die 30 Stück Viech gehabt. Also waren eigentlich für Südtiroler Verhältnisse im Hochleistungsbetrieb. Und die Eltern haben dann 2009 die bewusste Entscheidung getroffen, auf Bio umzustellen und waren auch von Anfang an bei Bioland mit dabei und seit 2009 dann eigentlich biologische Milchwirtschaft betrieben. Haben meine Eltern damals so entschieden. Im Herbst 2020 haben wir dann auf meinen Wunsch hin und auf meiner Vorstellung von Lebensmittelproduktion, geschlossene Kreislaufwirtschaft, artgerechte Tierhaltung, sind wir aus der Milchwirtschaft ausgestiegen und haben auf Mutterkuhhaltung umgestellt. Das heißt, wir produzieren Biofleisch, mit dem ich besser oder auf jeden Fall voll dahinterstehen kann und besser leben kann als in der Milchwirtschaft. Genau, und da stehen wir heim und mir geht's gut dabei. Wir werden da noch verschiedene Details eingehen. Das schauen wir einmal, das ein bisschen zu ambientieren. Jetzt bitte ich das Mikro weiterzugeben an den Lorenz. Wie war dein Weg zu dem, was du jetzt machst? Du bist, sagst selber, landwirtschaftlicher Unternehmer. Du hast Fläche gepachtet, die du sehr artenreich und sehr intensiv bewirtschaftest. Sag uns ein bisschen, wie du dazu gekommen bist und was du eigentlich so produzierst im Laufe des Jahres. Ich habe keinen Betrieb gehabt und nichts und bin aber mein Leben lang schon mit Begeisterung fürs bessere Leben und für die Menschen allgemein habe ich allem schon nachgedacht. Und so ist halt bei mir allem schon wichtig gewesen, dass ich irgendetwas tun kann im Leben, wo ich richtig etwas bewirken kann und da, dass ich einen richtigen Punkt finde, wo am meisten sie bewirken geht. Und selber dann mein Entschluss, die Landwirtschaft, weil hell ist das Wichtigste für den Menschen ist die Ernährung und dass der Planet halt auch so gut wie möglich lebt. Und so habe ich schon ganz junger mich entschlossen, in der Richtung etwas zu tun. Und habe meinen schulischen Weg noch in die Landwirtschaft gerichtet und bin noch auf Betriebe gewesen, mich weiterzubilden. Und habe glücklicherweise noch Feld zu pachten gekriegt, was für den Ackerbau gut geeignet ist. Und habe vor 6 Jahren Projekt starten und das sich der Vielfalt in der Landwirtschaft verschrieben hat, das ein bisschen eben fehlt sonst und haben dann mit selber lernen, das alles probiert halt umzusetzen, was früher schon überall war, eigentlich normal war und jetzt ist es seit 7 Jahren zeige ich da mit der Winau, dass man halt anders stehen kann. Was produzierst du genau? Kannst du uns ungefähr die Dimensionen auch wiedergeben? Also was wächst bei dir und was verkaufst du und was schätzen deine Kunden? Wie verkaufst du das auch? Lieferst du das irgendwo hin oder wird das direkt verkauft? Ja, ich produziere
biologisch dynamisch, macht die Vermarktung alles selber und habe jetzt auch wieder einen neuen Kunden gefunden, der alles von mir annehmen wird. Und die Fläche sind 5 Hektar und da mache ich Mohn, Lein, Buchweizen, Amaranth, Gerste, Dinkel, Wurzen und Linsen, Bohnen, alles, was bei uns möglich ist, auf einem Acker und zu bauen. Und das mischt sich, das ermöglicht dir noch eine große Diversität auf der Fläche. Wie kann man sich das vorstellen als Laie? Gibt es dann bestimmte Saaten, die sich untereinander vertragen oder die auch Schwierigkeiten machen, wenn man sie zum Beispiel nebeneinander anbaut? Oder wie gehst du bei der Planung vom Anbau zum Beispiel vor? Machst du auch so eine Wechselwirtschaft oder wie funktioniert das bei dir? Ja, natürlich ist das eine Fruchtfolge von 7 Jahren, muss man inhalten bei den gewissen Kulturen und so, dass sich die Kulturen nicht vertragen, habe ich noch nie bemerkt. Meistens dienen sie sich irgendwie ergänzen. Und die Planung, die selber macht eigentlich meistens das Feld selber, weil es irgendwie etwas sagt, was sie jetzt braucht. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Das heißt, du hast ein Sensorium dafür entwickelt, du bist in Verbindung mit dem Boden. Ja, in gewisser Weise schon. Das ist, die Planung mache ich so, aufgrund von dem, was mir kommt, was ich da unzubauen habe. Man redet ja allem wieder im Bereich der konventionellen Landwirtschaft von Bodenmüdigkeit, von Bodenausbeutung, von Bodenzerstörung. Siehst du das auch so oder wird das übertrieben, dass man da Angstszenarien schafft, um die konventionelle Landwirtschaft anzukreiden? Bodenausbeute in der konventionellen Landwirtschaft wird sicherlich so sein. Nicht? Ich habe den Boden übernommen, der war konventioneller Acker, den habe ich 2 Jahre lang auf Bio umgestellt und jetzt ist er biologisch zertifiziert. Und der Boden war Monokultur in Mais und die Nachfolge, die sehe ich selber noch. Nach 7 Jahren spüre ich das selber noch, dass da die Maiswirtschaft nicht in Monokultur nicht das Ideale war. Mais ist ja ein Nährstoffzieher, nicht? Man sagt ja, Mais zieht sehr viel aus dem Boden raus. Und du bist jetzt dabei, den Boden wieder so herzurichten, dass er leistungsfähiger wird. Ist das ein ständiger Prozess oder ist man da irgendwann einmal auf einen Moment, wo man sagt, jetzt habe ich den Boden wieder so, wie ich ihn brauche? Na, der Boden, der ist halt ein Lebewesen. Der wird sich halt verändern und den kann man leicht die richtigen Impulse geben, dass er sich wieder in die richtige Richtung lenken kann, selber. Was hast du da für Möglichkeiten? Ja, die Möglichkeiten sind die Fruchtfolge, die Kulturen selber, die ich anbaue, die Düngung und fällt mir nichts rein. Wie verhaltet sich das mit den ganzen Mikroorganismen, die was im Boden drin sind? Gibst du Möglichkeiten, das zu messen oder musst du dich hauptsächlich auf deine Intuition und auf dein Gefühl verlassen? Du nimmst den Boden in die Hand, riechst dran und hast dann den Eindruck, das passt oder ist in einem Gleichgewicht, schaust dann an, was er tragt oder lässt du ihn analysieren? Ich habe auch Analysen machen gelassen, ganz am Anfang, damit man so grundlegend weiß, wie die größten Probleme ausschauen und was man tun kann. Und jetzt tue ich es immer so sensorisch, ich selber. Und,
einfach so viel wie möglich im Boden halt zu geben, zu versuchen. Aufs Thema Nährstoffkreislauf kommen wir später noch mal zurück. Ich darf die bitten, das Mikro wieder an die Julia zu geben. Julia, was waren dann enkere Erfahrungen durch den Prozess? Ja, eigentlich auch, nachdem, obwohl du nicht ständig in der Familienbetrieb tätig warst, hast du ja den Prozess mitverfolgt. Was waren die Erfahrungen beim Umstellen auf Bio? Wie haben deine Eltern das erlebt? Was haben sie dabei für wesentliche Erfahrungen gemacht? War das für sie die richtige Entscheidung oder haben sie irgendwie wieder mal Zweifel zwischendrin gehabt? Zweifel tatsächlich nie. Also sie waren überzeugt von ihrer Entscheidung und es hat dann nie Grund dafür gegeben, dass man hätte den Kopf in den Sand stecken können, sage ich jetzt einmal. Die größte Umstellung war, dass man eine massive Reduktion im Tierbesatz gehabt hat, weil natürlich in der biologischen Landwirtschaft ganz ein anderer Schlüssel ist von den Großviehenheiten im Verhältnis zur Fläche. Man spricht von einer flächenbezogenen Landwirtschaft. Das heißt, Teil war eine Umstellung. Es war eine Umstellung, dass wir angefangen haben, die Tiere auf die Weide zu lassen. Die Beweidung, und zwar über die ganze Vegetationszeit hindurch. Das war auch eine neue Erfahrung und wo auch die Nachbarn sich gewundert haben. 2009, was da jetzt los ist, Milchkühe während der Laktation auf der Wiese. Die werden ja viel weniger Milch produzieren, wenn die sich so viel bewegen. Wie geht das? Aber Tiergesundheit beobachtbar besser geworden. Weniger Tierarztkosten, besseres Management in der Fruchtbarkeit war möglich. Wir haben allgemein Stiermietgehen gehabt, das heißt, wir sind weg von der künstlichen Besamung gegangen. Das war natürlich dann tiefenentspannt, weil das haben wir nicht mehr managen gemäß. Das hat sich von alleine gemanagt, sozusagen. Klauengesundheit, also es waren ganz viele Aspekte, die sich über die Futterumstellung, weil wir dann natürlich auch weg vom Mais und von der Silage gegangen sind und reine Heufütterung gehabt haben, also Heu und Gras im Sommer, hat sich auch das in der Tiergesundheit niedergeschlagen. Genau, und von dem her hat es eigentlich nie einen Punkt gegeben, dass man den Schritt hätte rückgängig machen wollen. Und wie hat sich das wirtschaftlich ausgewirkt? Wir leben ja in Südtirol eher ein wenig in einer glücklichen Situation, dass der Milchpreis noch halbwegs ein Niveau hat. Also wenn man das mit Bayern vergleicht oder mit Dänemark, also wer den Film Das System Milch gesehen hat, der weiß, wie atypisch eigentlich die Landwirtschaftspreissituation in Südtirol Gott sei Dank noch ist. Hoffentlich können wir das auch halten. Wahrscheinlich geht es nur über Qualität. Also da wird man über Quantität immer ausgeliefert sein anderen. Wie hat sich das auf die wirtschaftliche Situation vom Hof niedergeschlagen? War da das Risiko höher? Waren die Einnahmen geringer? War die Volatilität höher? Oder war das gleich berechenbar, unter Anführungszeichen, wie vorher? Also wirtschaftlich gesehen ist es, also bei uns jetzt in unserem Beispiel war es eben so, dass man, der Auszahlungspreis für einen Liter Biomilch ist ja tatsächlich ein höherer. Man hat aber auch höhere Erzeugungskosten, ja, weil es ist Futter, also in der Milchwirtschaft haben wir noch Kraftfutter zugekauft. Das ist natürlich, war ein massiver Kostenpunkt. Aber man hat immer das mehr gekriegt auf einen Liter. Also das war in Ordnung. Durch das, dass die Tierzoll also der Viehbesatz reduziert worden ist, hat man nie mehr die Umsätze generiert. Aber unter dem Strich praktisch der Gewinn, der war in Ordnung für uns. Wir sind aber gleichzeitig auch, wie wir vorher geredet haben, Nebenerwerb Urlaub auf dem Bauernhof. Ja, das hat sich bei uns dann auf dem Hof, also das Standbein ausgebaut. Und in Kombination, die biologische Landwirtschaft, ja, das, was wir in die Gäste abbieten können, ja, die Tierwohl, Tiergesundheit, ich meine, die Leute sehen das ja und sie werden auch weit kritischer. In Kombination mit den Ferienwohnungen ist für uns ein optimaler Weg, um gut davon leben zu können. Rein von der Milch hätten wir nicht leben können.
Aber fernab von biologischer oder konventioneller Milch. Weil wenn es die Höfe alle unter Anführungszeichen zu klein sein. Wir sehen das ja mittlerweile, das ist ja, glaube ich, da am Bloß in St. Androberg auch im Werden, dass immer mehr die Viehwirtschaft einstellen und dass immer mehr oder einige sehr viel Fläche zusammenpachten und versuchen, nur große Betriebe zu retten. Wie ist die Situation da in deiner Nachbarschaft? Siehst du, da tauscht es ein Haus untereinander? Siehst du, in welche Richtung die konventionellen arbeiten, welchen Druck sie haben? Oder gibt es da aus deiner Sicht Erkenntnisse, die du beobachtest? Ja, zu meiner unmittelbaren Nachbarschaft ist jetzt nicht so, dass Höfe nacheinander aufgelassen werden. Also man muss ja tatsächlich sagen, dass in Südtirol Gott sei Dank das Problem noch nicht so ist wie in Nachbarländern. Es werden immer noch Höfe engagiert und couragiert weitergeführt, ohne vielleicht auch mehr darüber nachzudenken und zu rechnen. Vor allen Dingen die Leute, denen das aus Pflichtbewusstsein, aus Liebe zur Heimat, aus Traditionsbewusstsein. Was sicherlich der Fakt ist, ist, dass die, was im Vollerwerb, jetzt rede ich von der Milch, im Vollerwerb Milchwirtschaft sein, die natürlich müssen über Quantität gehen, die versuchen Felder zusammenzupachten, haben Unmengen an Tierbesatz in ihrem Stall, ganzjährige Stallhaltung natürlich, sonst kann man den Sinn ja auf die Milchleistung, aber seien irgendwo umsatztechnisch vielleicht gut dabei, aber im Hamsterrad, ich will fast sagen, gefangen, um irgendwie am Ende eine schwarze Null zu schreiben. Die Futterkosten seien immens. Der Urlaub auf dem Bauernhof und der rote Hahn, das ist ja aus meiner Sicht das einzige authentische Südtiroler Tourismusprodukt, das wir überhaupt haben. Alles andere ist ziemlich austauschbar. Aber der Urlaub auf dem Bauernhof stellt ja auch für die bäuerlichen Familien eine ziemliche Belastung dar. Es muss einmal investiert werden irgendwann einmal und danach ist der Arbeitsaufwand, der mit so einer Vermietungstätigkeit verbunden ist, auch nicht ohne. Wie siehst du die Entwicklung generell, dass man mehrere Nutzungen auf dem Bauernhof konzentriert und unter anderem auch die touristische Nutzung, die ja es boomt. Also die Urlaub auf dem Bauernhof ist ja das am stärksten wachsende Segment im Südtiroler Tourismusbereich und kommt extrem gut an. Also das heißt, die ganze, vor allem in Verbindung mit kleinräumig, mit authentisch, mit nachvollziehbar, mit Bio, funktioniert es offenkundig sehr gut. Aber wie siehst du da die Belastungen, die da die Familien treffen? Ja, man muss die ganze Entwicklung vor folgendem Hintergrund sehen. Also das war eine Initiative, die gestartet worden ist, also einen Nebenerwerb auf den Höfen zu schaffen, ist ja nicht ohne Grund entstanden. Es ist aus dem Grund entstanden und initiiert worden und vom Bauernbund gepusht worden, damit, weil eben offensichtlich die Landwirte nicht von ihrer landwirtschaftlichen Erzeugung leben konnten. Das ist ein anderes Thema, warum das nicht funktioniert und bei jeder anderen Arbeit schon. Insofern hat man und die Erhaltung von Kultur und Landwirtschaft ein unheimlicher Schatz ist, den Südtirol hat, auch aus touristischer Sicht. Ja. Also sich vorzustellen, dass die Höfe nicht mehr bewirtschaftet würden, wäre fatal. Insofern hat man versucht, in die Bauern und Bäuerinnen Wege aufzuzeigen und Chancen zu geben, sich einen Nebenerwerb auf dem Hof aufzubauen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Kürzlich ist auch die soziale Landwirtschaft in die Medien gewesen, wo die Bäuerin die Möglichkeit hat, Schule auf dem Bauernhof, Kinderbetreuung, Seniorenbetreuung. Das sind Modelle, wenig lukrativ, aber eine Möglichkeit. Das Lukrativste ist natürlich der Tourismus. Und der wurde wirklich marketingtechnisch und marketingstrategisch unheimlich vorangetrieben. Und wir sind mittlerweile auf einem Punkt, wo das viele total gut machen und ihre Höfe, es ist Geld auf die Höfe, es kann investiert werden, es kann saniert werden. Es wird mit dem Geld in die Landwirtschaft querfinanziert. Das heißt, der Umbau des Laufstalls wird vielleicht finanziert, weil durch Ferienwohnungen Geld eingenommen wird. Man darf es eben nicht getrennt voneinander betrachten, sondern als Gesamtkonzept. Es funktioniert.
Um auf deine Frage zurückzukommen, Belastung für die Familie, ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, wir haben es nie so empfunden. Also wir, mit Tieren soll er gern, man muss es wirklich gern tieren, weil man holt sich ja in Gast und die Arbeit nicht allein an seinen Arbeitsplatz, sondern der Hof ist ja Lebensraum. Ja, da wohnen ja oft 3 Generationen, im meisten Fall sogar. Und es müssen halt alle ja wirklich gern tieren und da dahinter stehen und dann funktioniert es auch. Und auch nur dann ist es authentisch. Danke, Julia, es war jetzt wieder sehr spannend und tiefschürfend. Bitte das Mikro wieder an den Lorenz. Ich möchte noch einmal das Thema von deiner Planung aufwerfen. Und zwar, welche Rolle spielt dabei der Markt? Du musst ja am Ende der Vegetationsperiode ist die Ernte und dann wird das irgendwie verarbeitet. Du musst uns noch ein bisschen mehr erzählen, wie du das machst, weil du machst auch, was ich gehört habe und gesehen habe, dass du alte Maschinen wieder herrichten, dass man eben das würdigt, dass da schon früher gute Maschinen gebaut worden sind und dass man die auch mit Reparaturen noch lange betreiben kann. Aber gehen wir nochmal an das Thema Sortiment. Welche Rolle spielt dabei der Markt? Welche Informationen kriegst du vom Markt? Weil das dauert ja immer eine Weile von der Planung bis zur Ernte. Und wie sicherst du dir ab, dass das, was du da anbaust, dann im Endeffekt nachher auch verkauft werden kann? Weil du lieferst ja nicht an irgendeine Genossenschaft und die vermarkten das nachher, du vermarktest das ja selber. Ja, das ist bei mir ganz das Gegenteil von Planung. Ich mache das ganz spontan und eben eigentlich, was mir der Acker sagt, mehr wie was der Konsument braucht. Aber ich sage allem, ich produziere so wenig, dass wenn ein Bäck Umfang hat im Montag, lasse mein Zeug zu verarbeiten, dann hätte Magari am Donnerstag schon wieder gehen. Und deswegen habe ich da jetzt nicht das große Problem in der Vermarktung. Von dem her gesehen, nicht? Es ist eher, die Herausforderung liegt eher darin, von dem, was ich produziere, den besten Preis rauszukriegen. Wie machst du das? Also wer sind denn deine Kunden? Ja, Privatkunden und Gastronomie. Das heißt, du sagst ihnen, ich baue jetzt gerade das an oder ich habe das in 3 Wochen, wird geerntet. Wie muss man sich das vorstellen? Du musst es ja ein bisschen verarbeiten, auch, wenn du es gerne hast. Zum Beispiel also die Linsen. Linsen ist ja eine eigene Welt. Es gibt ja tausende von Linsen. Sorten und gerade die ganzen Hülsenfrüchte waren auch ernährungstechnisch hochinteressant, weil sie ja Eiweißlieferanten sind. Die könnten viel Fleischersatz, das müssen wir nachher nochmal andiskutieren, darstellen. Und waren auch gesund in der Ernährung. Wie suchst du auch noch die Sorten aus, die du anbaust? Ja, die Sortenwahl ist meistens recht einfach. Ist auch, was da typisch war oder was in den Raum passen könnte, wo ich bin. Nicht. Das heißt, die Linsen, da gibt es Berglinsen. Nicht. Dann fährt man in das Gebiet, wo die umgebaut werden und redet da mit den Produzenten und muss sich die Erfahrung vom Wissen von den Leuten holen und dann halt mit den Tieren selber weiter lernen. Nicht. Dass das halt sein könnte. Dann muss man herausfinden, ob es überhaupt wächst und nur schauen, dass eine Ernte zusammenkommt, was man auch wirtschaftlich verkaufen kann. Und die Produktion ist eigentlich recht simpel. Man sahnt es. Das meiste, was ich habe, ist nicht viel zu pflegen. Und gewisse Sachen halt mit dem Unkraut sehr, nicht? Muss man maschinell machen, nicht? Und dann sind wir auch selber ein paar Paschkel sozusagen und verbessern die ganze Technik und Kimpitz auch vielleicht was. Und ja, dann Ernte. Ernte ist bei uns so für mich halt das größte Problem. Weil die Ernte ist, die Fläche ist so groß, dass man es maschinell machen muss. Und für die meisten Sachen, was ich umbaue, gibt es bei uns nicht jemand, der was
Kimp und der Rest ist weg, weil ich bin ja der Einzige, der was das meiste tut. Und dann muss man sich das auch selber machen und da ist auch mit den alten Maschinen wieder. Und da ist auch nicht allem einfach, muss man auch wieder Mechaniker sein. Und die Sache ist die, die alten Maschinen kennen die Sachen aber alle. Die neuen Maschinen werden gemacht, spezialisiert gemacht, sagt man, eine Sache zu ernten oder so. Nicht? Und wenn du eine alte Maschine kaufst, dann kann die Maschine ganz verblüffenderweise alles ernten. Nicht? Und das ist eben noch eigentlich das Interessante daran. Nicht? Weil man muss ja auch wirtschaftlich denken und wenn ich dann eine alte Maschine, was alles kann, noch muss ich logisch stehen nehmen. Ja, dann ist Getreide kommt auf die Trocknung danach. Auf der Trocknung muss man noch das Getreide einmal richtig in die richtige Feuchtigkeit bringen, damit es logofähig ist. Und nachher ist es dann mal reinigen. Ich meine ja, alte Maschinen, aber lasst es auch für andere im Lohn reinigen und mit der SEM-Arbeit noch ist eigentlich der Prozess für mich meistens schon angeschlossen, weil danach war ja eigentlich nur ein anderer, entweder der Koch oder der Müller dran, was das noch weiterverarbeitet und noch eben in Kunde weiterbringt. Nicht? Jetzt muss man auch meistens alles selber tun. Nicht? Und noch, wie es halt da so ist, bei uns. Und noch, ja, muss man. Aber noch kann ich es halt verkaufen. Und noch ist macht das, was du machst, für dich Sinn? Ob es für mich Sinn macht? Aus welcher Hinsicht? Ja, ich glaube, wir müssen heute in vielen Fällen in der Wirtschaft darüber reden, dass die Leute Sachen machen, die was keinen Sinn mehr machen. Es gibt das Thema Bullshit-Jobs von Graeber, der sagt, es seien 70-80% von die Berufe, die ausgeübt werden, seien Bullshit-Jobs. Das heißt, die werden gemacht, um das System zu erhalten. Die Leute identifizieren sich nicht damit. Sie seien frustriert, sie seien deprimiert, aber sie müssen es machen, weil sie sich keine Existenzgrundlage haben. Und ich glaube, eine von den nächsten großen Herausforderungen für uns als Menschen ist, ob das, was wir tun, Sinn macht, weil eben so vieles eigentlich keinen Sinn mehr macht. Und deswegen stelle ich die Frage an die, weil ich habe den Eindruck, ich würde da mit einem klaren Ja antworten, aber ich möchte gerne schauen, ob du das auch so empfindest oder ob du einfach den Eindruck hast, du hast da jetzt einen Platz gefunden, du machst das jetzt, weil es für dich das Richtige ist. Es ist für mich sicherlich das Richtige. Es ist mein Weg zu lernen, vor allem zu lernen und zu etwas beizutragen, zu kennen, um etwas zu verändern. Nicht? Aber in dem Sinne, Sinn macht es für mich nicht ganz zu viel. Weil wenn ich sage, wie mit dem Beck das Beispiel, nicht? Wenn der Beck so kurz mit meinem Zeug auskommt und wenn ich noch ausrechne, was in Südtirol sozusagen rauskommt, wenn alle Bauern, was halt sowas umbauen, wie lange noch sozusagen die Becken versorgt waren, dann kommen wir halt vier, ja, da sozusagen war noch Potenzial drinnen, dass man kann da ein bisschen anders stehen, nicht? Du möchtest auch noch anknüpfen. Wie verhaltet sich das mit deinen Nachbarn, mit den anderen Bauern? Was halten die von deiner Arbeit? Belächeln die die oder hat sich da was geändert? Denken die, seid ihr beim Diskutieren oder wärst du einfach als Sonderling oder als Spinner wahrgenommen? Ja, das ist halt eine Frage, mit wem man redet. Ist so, nicht? Mittlerweile bin ich nicht mehr der Spinner, ich war lange auch der Spinner. Bei den Gewissen nicht, aber es ist allemlei, mit wem du redest. Spinner war ich allem gern. Zurzeit ist es ein bisschen anders, sozusagen. Aber
wo sind da die Debattenpunkte? Es wird sich halt wieder mal ergeben irgendwo, dass einer sagt, das kann ja nicht funktionieren oder das muss man anders machen oder das ist alles ein Blödsinn, was du tust. Wie antwortest du dem? Gar nicht. Du machst deinen Weg. Ja, mit Daten. Eigentlich, mein Feld ist neben der Straße, da kann jeder jeden Tag zuschauen. Ist das meine Antwort? Und wie hat sich das für dich wirtschaftlich entwickelt? Kannst du davon leben oder ist das auch dort Selbstausbeutung, wie oft auf Bauernhöfen passiert? Ja, das ist der Betrieb funktioniert eigentlich recht gut. Es ist eben die Frage, was du mit davon leben definierst. Du kannst deine Existenz sichern. Ich habe schon andere Tätigkeiten auch ein bisschen daneben gehabt. Bin eigentlich wie so ein Bauernhof mit mehreren Standbeinen auch aufgestellt gewesen, weil allem das Beste ist und die Ackerbau macht eigentlich phasenweise viel Arbeit, phasenweise wenig Arbeit. Nicht? Das ist schon einfach, Ernte ist am meisten Arbeit und so nicht. Sonst ist es oft einmal ein bisschen weniger. Jetzt die letzten zwei Jahre waren aus zwei Sachen ein bisschen schlechter. Nicht? Erstens haben wir zwei recht schlechte Ernten habe ich gehabt, die letzten zwei Jahre. Und das zweite ist auch mit den Gasthäusern, was sie weniger genommen haben wegen denen. Auf was waren die schlechten Ernten zurückzuführen? Ja, habe ich mich oft gefragt. Ich bin da nie so viel. Die Natur zu durchblicken. Schaffe ich ja schlecht. Aber das würde dann ja bestätigen, dass ein paar sagen, das funktioniert einfach nicht. Bei uns da, nicht? Überall, weil es funktioniert. Bei uns funktioniert das nicht. Ja, das ist von Seiten der Natur auch wieder eine normale Sache, nicht? Dass ein Jahr besser ist oder ein Jahr letzter nicht. Es ist zyklisch, man muss zyklisch denken, wenn man. Ja, am besten denken in 100 Jahren. Ja, so viel Atem muss man einmal haben, ja. Aber ich denke, die Natur ist da ein großer Lehrmeister, auf jeden Fall. Das ist ja meine Hauptbeschäftigung, was ich tue, dass ich viel, viel lernen kann. Danke, lieber Lorenz, einmal bitte mit das Mikro an die Julia. Ich möchte jetzt auch das Thema Fleischwirtschaft aufnehmen. In den letzten Monaten und Jahren ist das Thema Fleisch sehr stark in den Fokus geraten. Nicht gleich mit den fürchterlichen Lebensbedingungen von den Tieren, wenn man die Schweinezucht, die Massenschweinezucht anschaut oder wenn man die Massentierhaltung anschaut, das hat bei den Hühnern angefangen und das geht quer durch. Wenn man denkt, dass in Deutschland 60 Millionen Schweine geschlachtet werden im Jahr oder sowas, also mehr als oder ungefähr gleich viel wie Einwohner sein, also ein Schwein pro Einwohner und so weiter und so weiter. Also wenn man die ganzen Dimensionen sich vor Augen haltet, dann wundert man sich nicht, dass die Fleischwirtschaft in die Diskussion geraten ist. Was hat zu der fürchterlichen Situation geführt aus deiner Sicht? Ja, also das kann man jetzt europaweit betrachten, oder? Oder Welt, auch global. Ich glaube, mittlerweile hat das alles globale Dimensionen. Südtirol hat ja keinen Fleischmarkt im Grunde. Insofern muss man tatsächlich einen Moment weiter blicken. Also zum einen muss man sagen, dass die Fleischproduktion, die Massentierhaltung, die Massenproduktion von tierischen Lebensmitteln hat natürlich zu ganz viel Wohlstand gebracht in den letzten 30, 40 Jahre. Es Vorgänge sind industrialisiert worden. Man spricht ja auch von industrieller Landwirtschaft, von Tierfabriken. Das hat zu ganz viel Wohlstand geführt. In den letzten Jahren, Gott sei Dank, ist ganz viel aufgedeckt worden. Es ist ein anderes Bewusstsein geschaffen worden.
alleweil mehrer Leute begegnen im Konsum von tierischen Produkten kritischer und hinterfragen vor allen Dingen eben die Umstände, unter welchen Bedingungen die Produkte hergestellt werden und eben die Tiere gehalten werden. Und im Zuge dessen sind ganz viele Tierschutzorganisationen, ganz viele Aktivisten mit Videos, mit vielen Beiträgen, mit Berichten ans Tageslicht gerückt und haben die Missstände aufgezeigt und versucht, die Gesellschaft wachzurütteln. Zum Teil nützt es, also wenn wir beim Thema Schweinefleisch bleiben, da war jetzt erst kürzlich ein Filmbeitrag im ARD, das Ende des Schnitzels, vielleicht hat niemand gesehen. Also der Konsum von Schweinefleisch geht tatsächlich zurück. Ja, natürlich ist jedes Schwein, das unter diesen Voraussetzungen gehalten wird, wie es immer noch Standard ist, ein Schwein zu viel, aber der Konsum geht zurück. Das heißt, ich empfinde es schon so, dass eine Trendwende eingeleitet wird, aber natürlich geht es mir viel zu langsam als, muss ich auch ehrlich dazu sagen, wissen, dass ein Strukturwandel, vielleicht müssen wir auch da in 100 Jahresschritten denken, nicht von heute auf morgen geht. Es hängt viel dran, es hängen Existenzen dran, Arbeitsplätze und so weiter. Und trotzdem müssen wir uns als jeder Einzelne, aber auch als Gesellschaft bewusst sein. Und das ist eigentlich meine Botschaft, was ich mir von Heiting und mitgenommen habe, dass wir auch tierwohltechnisch, aber auch klimatechnisch, umwelttechnisch einen kompletten Konsum- und Ernährungstransformationsprozess machen müssen, um das irgendwie noch kitten zu können, das Problem, das wir aktuell haben. Insofern werden wir uns noch ganz viele Opfer und Verzicht aufbringen müssen, um die Probleme in den Griff zu kriegen. Du hast kurz angeschnitten, dass man heute eben in globalen Dimensionen denken muss, und ich kann mich da an ein Gespräch mit dem Bruder Bruno Haspinger erinnern, der selber in Südamerika tätig war und dort die Bauern unterstützt hat als Spiritual, als Missionar, die vom Land vertrieben worden sind, weil dort die Flächen geraubt worden sind, um Soja anzubauen. Und er hat das sehr drastisch formuliert, er hat gesagt, die Südtiroler Kühe, mir sollten rote Milch geben, weil das Blut, was mit der Sojaproduktion erzeugt wird, mir sollte sich in der Milch eigentlich widerspiegeln, und wir sind da alle in einem globalen Kreislauf. Wir haben da, ich kann nicht sagen, Benz ist das anders, sondern auch in Südtirol wird extrem viel Soja aus Südamerika verfüttert. Und deswegen müssen wir von globalen Dimensionen reden. Und das war ja auch die EU-Landwirtschaftspolitik, das sieht man eben sehr gut in dem Film Das System Milch, die was gesagt hat, wir müssen die europäische Landwirtschaft weltmarktfähig machen. Das heißt, wir müssen es massiv subventionieren, weil die Weltmarktpreise nicht Preise sind, die in Europa erreichbar sind durch Produktion. Jetzt kommen wir mal aufs Thema Preis. Ihr produziert Bio-Rindfleisch, und was geht dir durch den Kopf, wenn du Werbung siehst, wie sie von den Discounter oft einmal kommt? Jetzt ist es nicht so eine aggressive Situation, aber wenn man das in Österreich oder Deutschland dann schaut, nachher kommt ständig das Billig-Schnitzel um 2,80 Euro im Kilo oder um solche wahnwitzigen Preise. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du dann denkst, wie viel ihr als Preis braucht, um auf eine halbwegs Rechnung zu kommen? Mir stimmt es also in erster Linie allem traurig oder zornig, dass es nach wie vor der Standard ist, jetzt bleiben wir beim Fleisch, wie Fleisch hergestellt wird, und der Standard ist die Massentierhaltung. Und für die Massentierhaltung wird so ein Preis wohl funktionieren. Wenn wir aber Massentierhaltung nimmer wollen, dann wird der Preis nimmer funktionieren. Hell ist das eine. Und das andere ist, bei dir kurz unzuknüpfen, es hängt ja tatsächlich alles global zusammen.
Das heißt, die Nutztierhaltung ist einer der Hauptverursacher von Entwaldung und von Rodung von Wäldern, weil eben so viel Futtermittelpflanzen umgepflanzt werden müssen, um die ganzen Rinder dieser Welt überhaupt ernähren zu können, die dann wir wiederum zu Billigpreisen kaufen können. Also es läuft so einiges verkehrt. Wenn man mindestens sagen könnte, dass es die Bauern, die Massentierhaltung betreiben, dass es denen wirtschaftlich gut geht, denen geht es ja auch nicht gut. Nicht? Also wenn man die Situation analysiert, dann sind die ja auch alle meistens mit ein, zwei Jahresumsätze verschuldet und müssen das Radl alleweil stärker antreiben, damit sie noch die Zinsen da bedienen. Das ist, wenn man sagt, das ist ein Erfolgsmodell, da lebt man gut davon, dann kann man zumindest den Aspekt einmal abhaken und sagen, naja, wirtschaftlich macht es zumindest Sinn. Aber es macht ja wirtschaftlich eigentlich auch keinen Sinn. Ja, offensichtlich nicht. Also auch die Großlandwirte, die keine Ahnung, Massentierhaltung im Bereich Ferkelaufzucht oder Mastzauen betreiben, die kratzen ja auch alle an der Existenzgrenze und müssen massiv staatlich querfinanziert werden, dass sie überhaupt überlebensfähig sein. Das heißt, auch das macht keinen Sinn. Und zudem sind die höchstwahrscheinlich frustriert. Ich sag, der Massentierhalter ist ja kein schlechter Mensch. Man muss Wege aufzeigen, dass er rauskommt aus dem und trotzdem eine Existenz hat zum Leben. Und da nehme ich dann tatsächlich politische Akteure in die Verantwortung. Was braucht es für einen Preis für ein Kilo Rindfleisch? Jetzt einmal ganz grob über den Daumen. Du bist ja auch Sprecherin der Junglandwirte, die sich bei Bioland mit Viehzucht und mit Fleischvermarktung beschäftigen. Und die wird wahrscheinlich auch die betriebswirtschaftlichen Aspekte durchchecken von Zeit zu Zeit. Was braucht ein Betrieb, der nach höchsten Tierwohlstandards produziert, Rindfleisch zum Beispiel in deinem Fall, oder Rindfleisch spielt ja eine große Rolle, wenn es die Schweine eher unbedeutend. Was braucht es für einen Preis pro Kilo, jetzt einmal ganz grob gesagt? Also wir müssen leider im Konjunktiv bleiben, bräuchten, weil er wird de facto auch nicht in der Biobranche ausbezahlt. Wir haben jetzt erst letztlich besprochen in der Viehwirtschaftsgruppe und der Bauer bräuchte einen Kilo Nettopreis von Minimum 13 Euro. Beim Rind, beim Kalb sind wir natürlich noch höher, weil es ja weniger Gewicht bringt und deswegen muss es mehr kosten. Und das ist nicht die Realität. Auf das können wir nochmal zurück. Ich mache jetzt meine Runde. Ich muss mir jetzt die Maske aufsetzen. Und ich mache ein bisschen eine Runde im Publikum und ich hole ein paar Publikumsreaktionen ein oder ein paar Fragen oder Anmerkungen, die ja im Publikum entstehen. Stell dir mal, wenn man so Brillenträger, wenn man behindert ist, schauen wir mal. Kommt das noch dazu? Jetzt hoffentlich hört man noch ein bisschen was. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen durch die Reihen durch und mich hat eigentlich gefragt, ob jemand eine Frage, eine Anmerkung oder auch ein Statement machen möchte zu dem, was wir bisher besprochen haben. Wir haben uns jetzt mal beschäftigt mit dem Thema, macht es Sinn? Wir haben gefragt, von was leben die zwei, dem, was wir heute haben, welche Tätigkeit üben sie aus? Wir haben die ersten kritischen Fragen, was die Landwirtschaftspolitik generell betrifft, aufgeworfen. Wir haben aber das Thema Konsumenten angesprochen, das kommt vielleicht noch mal ein bisschen intensiver, indem wir das mit dem Preis besprochen haben. Ich möchte von NK wissen, seid ihr bereit, 13 oder 15 Kilo, 15 Euro für ein Kilo Rindfleisch zu zahlen oder habt ihr da noch ein A her? Wer möchte dazu etwas sagen? Jetzt gehen wir mal zu Nulli her. Danke, Markus. Ja, ich das verfolge und es ist ganz interessant für mich, was ich mich gefragt habe, gerade weil ich den Preis gehört habe, mich interessiert an allem Zoll, du sagst, darf ich du sagen, ja. Ungefähr 13 Euro und für das Kalb vermutlich ein Stück mehr. Was kriegt denn das, damit ich einmal weiß, was der Unterschied ist, also was das kriegen soll und was kriegst du im Moment, wenn du ein Fleisch verkaufst?
Also mir, bei mir ist jetzt daheim haben, Gott sei Dank ist Glück, sage ich einmal, das Glück und Anführungszeichen, dass wir es direkt an die Gastronomie verkaufen. Wir haben da zwei, drei gute Partner. Mehr braucht man ja nicht, weil wir haben ja leider 10 Kölber das Jahr. Und in denen kann ich es direkt lebend verkaufen. Dann nehmen wir das ganze Kalb oder das ganze Rind an. Und wir kriegen bei die 12. Ja. Wenn ich es über einen Metzger mache, da habe ich mit einigen schon Preisdiskussionen geführt. Bio interessiert viele nicht. Möchte ich aber nicht, dass es mir gezahlt wird, weil sonst hat es auch keinen Wert. Bin ich bei die, nicht erschrecken, 6,50. Ja. Ist doch noch der Konsument schuld? Seid ihr schuld? Wer ist schuld? Ich möchte einmal anmerken, dass ich es ganz faszinierend finde, dass junge Leute sich da so für Landwirtschaft, für die Natur begeistern. Und auf der anderen Seite stelle ich einfach auch fest, dass das ihnen sicher in die Wiege gelegt worden ist. Vom Elternhaus, vom Leben der Vorfahren und Generationen davor, die das so wertgeschätzt haben, dass sie für das brennen können. Ich bin jetzt nicht die große Fleischesserin. Ja, das Schnitzel wieder mal, das darf ich schon ganz gerne im Bio essen. Danke. Wer möchte sich was sagen? Ja, grüß dich, ich bin der Marco und wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb daheim mit meiner Frau miteinander, mit der Sabine. Wir sind in Reisscheiben beim Schokla und machen so ein Gemüse, jetzt ein paar Jahre schon. Und ich möchte mich bedanken bei den zwei Bauern, die sind für sitzen und da ihre Geschichte erzählen. Danke und bravo von Mut, dass ich es habe, da zu kommen und die Leute das zu sagen, was das tut. Und mein Ding ist, also die Sinnfrage, das hat mir ganz gut gefallen. Ja, der Sinn. Also der Sinn ist voll irgendwo anders. Er wissen wie auch alle, ein Teil in Larrechen und ein Teil, das heißt der blöden Freude außer an der Landwirtschaft. Und das hat ja auch zwei gute Beispiele. Es unterscheidet sich vielleicht in dem Zusammenhang ziemlich voneinander. Und ich denke, da ist es schier, dass es da hat, weil eben ich sage, es muss eine Mischung aus Boden sein. Es mag die Rechnung nicht flöhen gehen, Lorenz. Das sage ich jetzt also privat. Aber man mag auch nicht vergessen, dass die Freude auch ganz wichtig ist. Und für mich macht es wirklich viel mehr die Freude aus. Aber ich tue auch mit der Frau mit den Alben Rechenaufgaben machen. Wir den Alben versuchen, wieder zu, praktisch wie der Italiener sagt, sie rationieren, also zu sagen, macht das einen Sinn, macht das keinen Sinn, auch finanziell, logisch, ihr nicht Familie, zwei Kinder, wie ums Haus gerichten, die Bank sagt gar nicht, hallo, grüß dich, bist du netto und brauchst jetzt die Zinsen echt nicht zu zahlen. Deswegen müssen wir auch schauen, dass halt da die finanzielle Seite passt, aber sei mal halt nicht von mir aus gesehen, der Hauptgrund sei, wieso, dass man Landwirtschaft betreibt, nicht so eine zu den anderen. Aber auf jeden Fall, ja, danke schön auch nicht, dass die ganzen Anwesenden, dass es gekommen sind. Ich bin mir auch hast getan, heute auszugehen mit der Maske in den Raum zu sitzen, ist auch nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich sonst im Wald bin oder irgendwo auf der Weite. Aber ja, auf jeden Fall. Adio, Markus, danke schön. Danke, Marco. Marco, ich möchte dich auch fragen, du hast jetzt auch mehrere Jahre Erfahrung. Für dich macht es weiterhin Sinn und es ist tragfähig für dich. Das heißt, du hast auch deine Perspektive gefunden. Also auf Severi alles legen, dass das tragfähig ist. Severi, meine ganze Energie setze ich von sie ein. Auch aus dem Grund, weil ich daran glaube, dass das der richtige Weg ist. Und ich habe jetzt in einem Buch gelesen, wir machen ja Gemüse, wie gesagt. Und Gemüse ist nicht eine Alternative, sondern es ist die Zukunft. Also die Julia hat auch ganz schön gesagt, die Landwirtschaft hat sich in einem Zeitraum von hoffentlich nicht 100 Jahren verändern. Und Sembe ist halt auch so sein, dass ein Bio in Samis nachpassen. Und das halt nachher heißt, sechsmal die Woche Gemüsesuppe mit Linsen und das siebte Mal, wenn es ganz nutzt hat, vielleicht ein kleines Stück Fleisch und Ende der Geschichte. Das muss nicht unbedingt. Danke. Du hast es jetzt drastisch geschildert, aber wir haben jetzt gerade bei der veganen Küche, sieht man jetzt auf einmal, wenn die Fantasie ins Laufen kommt, was alles möglich ist. Und in Italien kann man das ganze Jahr als Vegetarier leben, ohne dass es auffällt.
sagen. Jetzt nicht, also so viel dramatisch habe ich es nicht gewählt, Ausdruck. Jetzt geht nur ein kleines Zitat von dem Buch, das ist da von Claudio Del Principe, wie der heißt, hat ein Buch, ein vegetarisches Köchbuch da geschrieben, was ich gelesen habe. Und der sagt, gar Italiener sind ja ganz fest auf Gemüse, die Küche ist ganz fest auf Gemüse gekoppelt. Und er hat es ganz nett gesagt, er sagt, das Secondo ist bei den Italienern schon fast das zweite Gericht. Und die ersten sind meistens mit Tomatensauce, mit Zucchini, mit Melanzane. Und dann gibt es Sachen, die wirklich super sein. Und ich esse ja daheim, in Summe ist ja praktisch wie ein Gemüse, weil wir ja eine Fülle von Gemüse haben. Und ich habe mich im Ballen für ihn Summe, ich gehe mal auf den Boden verlauter, dass man es gesundheitlich noch gut geht. Danke, ich glaube, da ist vieles in Bewegung. Wer möchte noch was dazu sagen? Ja, ich frage mich, also, halt auch, warum muss ein Lebensmittel allem so billig sein? Wenn man eben wissert, dass es wirklich eben gut ist oder dass eben in die Tiere gut gegangen ist, dann glaube ich, sind schon viele bereit, jetzt vielleicht nicht 13 Euro zu zahlen, aber halt mehr zu zahlen. Ich finde, eben man müsste mehr eben in am Bezug eben auch zu den Sachen kriegen. Jetzt geht man halt in den Supermarkt und nachher denkt man halt auch oft, warum soll ich das jetzt teurer kaufen? Das ist sicher nicht besser produziert oder ist besser als wie das, was billig hat, als wie das, was billiger ist. Nicht? Und soll eben auch, sagen wir, wie die Südtiroler Äpfel, ich meine, das sind ja nicht Bier, aber grundsätzlich, warum kosten die in Süditalien und in Deutschland weniger als wie bei uns vor der Haustür? Und Zell ist für mich halt eben eine irrsinnige Sache. Und da kriegt man halt nachher als Konsument schon Zweifel, ob das nachher wirklich das ist, was halt eben auch ungeschrieben ist. Und da braucht man vielleicht irgendwie eine Plattform oder irgendwie, weiß ich nicht, wo eben, wo man, sagen wir jetzt als Südtiroler weiß, dass eben wer, sagen wir jetzt, Fleisch produziert, ich weiß, sagen wir nicht, wohin gehen, sagen wir eben jetzt, ja vielleicht ein Rindfleisch, aber wenn ich jetzt ein Bio-Huhn möchte, ich weiß nicht, wo kaufen. Leider sozusagen, ich esse jetzt so viel Fleisch, aber halt. Also es heißt, es ist vieles schon geschehen, aber vieles muss noch geschehen. Also es wird in Südtirol auch nicht so ein Eindruck, wenn man ein bisschen umeinander kommt, passiert sehr viel. Aber es muss noch viel gesehen, dass es bis zum Konsumenten kommt. Wer möchte noch was mitgeben? Bitte. Ja, ich bin der Christoph, ein Dobler. Mir hat heute das fest angesprochen. Also ich bin vielleicht auch so zwischendrin. Wir haben einen biologischen Betrieb, den alles konventionell vermarkten, weil wir keinen Abnehmer haben. Also, es geht um Milch, ja, jetzt Fleisch, die wir so und auch so. Also, wie soll ich sagen? Beim Fleisch ist ja wieder das Problem, dass die Kalblern, dass ich gegen die Tiertransporte bin. Hier und da komme ich halt drum herum, weil wir da alles Platz haben. Aber es ist, die mir auch selber anziehen und auf der Weide was geht. Und halt auch die Metzger. Und dann macht man da die Erfahrung, dass wir eigentlich komplett rauszahlen, aber mit dem Kopf kommen, es ist nicht klar. Natürlich lieber mit den fairen Wohnungen gut Wirtschaft und dafür das Fleisch billig verkaufen und rauszahlen. Das ist nicht klar. Und beim Getreide, ich bin ein guter Freund in Lorenz. Und vor ein paar Jahren das bei ihm so gesehen und dann fragt uns ruhig selber, weil wir mehr umgehabt. Ich tue mittlerweile in Dobler für die ganzen Bauern mähdreschen. Und ich heuer umgehabt und ziemlich gesehen und alle momentan haben das Problem, dass sie nicht in der Putzanlage kommen. Bei Sergei Müllerhof kommen sie nicht nach, wegen Personalmangel. Und auf Lienzhausen sind wir die Grenzen das Problem mit. Und ja, und nachher hat man auch mit alten Fahrzeugen und Hürden noch und nöcher. Also ich glaube, dass Zell, weil der Vorballer Lorenz oft einmal gesagt hat, er weiß nicht, warum es so oft einmal hapert, dann glaube ich, dass die Psyche oft sehr viel mit beiträgt, ob man jetzt das da kennt, was es halt jetzt braucht. Und ich glaube, dass man oft so viel mit dem Kopf entrichtet bei der Sache zu sein, dass man es nicht erkennt.
Und sei schon mit da in den letzten 2 Jahren sicher das größere Problem geworden. Weil sonst sehe ich ihn als Vorbild. Dankeschön. Da werden wir noch eine Frage aufwerfen. Jetzt muss ich da rausgehen. Also eine Frage aufwerfen, inwieweit die Ausbildung von den Bauern noch dem Rechnung trägt, was wir da alle diskutieren. Möchte noch jemand etwas sagen? Ah ja, bitte. Danke. Eine Frage an die Julia. Nämlich, das habe ich umgestellt von konventionell auf Bio. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Viecher so ist, aber zum Beispiel beim Getreideanbau und so weiter hat man ja allem so eine gewisse Übergangszeit, bis man ein neues Zertifikat kriegt. Dann zahlt man ja eigentlich auch schon einen Haufen drauf. Inwieweit stellt Zell noch zusätzlich nochmal eine Hürde dar, dass man den Schritt überhaupt machen kann, weil es eben ja sozusagen die Einbußen schon da sein, aber der Gewinn noch nicht der ist, den was man sich nachher vielleicht erwarten kann. Jetzt wie hoch genau bei uns damals 2009 die Kosten waren, kann ich da nicht einmal genau sagen. Ich weiß es nicht. Aber was sicher Fakt ist, das muss man in erster Linie als Überzeugungstäter tun. Bin ich auf jeden Fall der Meinung. Das musst du dir wählen. Was ist, man, es war ja fein, als er so zu lassen. Live für den höheren Milchpreis brauchst du keine Angst haben, dass du reicher wärst als Milchbauer. Das tust du als Überzeugung, weil dafür kommt, das ist die Zukunft, das ist der richtige Weg. Ich möchte gesunde Böden, ich möchte gesunde Viecher und das muss da einfach wert sein. Also ins ist zumindest so gegangen. Danke, möchte noch jemand was sagen? Sonst gehe ich wieder langsam Richtung Stuhl. Ich bin aber noch da, gell? Dann setze ich mich wieder auf den Stuhl. Du möchtest jetzt an den Lorenz eine Frage stellen. Du hast ja eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht. Inwieweit ist die Ausbildung, die du gemacht hast, für das, was du jetzt tust, relevant? Jetzt kann ich wieder ordnen. Meine Ausbildung hat nach der Schule angefangen. Oder was ich neben der Schule getan habe. Und in der Schule, das war eigentlich eine ständige Ignoranz von dem, was ich gesagt habe, weil das System, erstens ist die Schule recht milchwirtschaftlastig und zweitens halt konventionell. Und das hat mich Sports nicht großartig interessiert. Und so ist die Ausbildung eigentlich leider durch andere Betriebe besichtigen, mit Leuten reden und selber in die Erfahrung zu gehen. Für mich gewesen, sozusagen nicht. Und man lernt nie aus, nicht. Ständig weiterbilden. Ich war gestern 2 Betriebe umschauen in Österreich. Man kann passen. Und kauft ein Auto, was geht? Und Marco, danke. Und dir auch danke. Du machst eine super Arbeit. Das war eben wichtig, dass man sich auch viel. Ich glaube, da entstehen so Netzwerke oder sind Netzwerke entstanden über Freundschaften, wo man auch einfach ein gemeinsames Thema hat. Und was könnten wir dir. Um das zu unterstützen. Also wir versuchen ja da im Rahmen von den Gesprächen und so, da eine Brücke zu schlagen und das in die Aufmerksamkeit zu rücken. Und es ist ja auch eben sehr spannend und da in gewisser Weise geschwisterlich, was mir so gut gefällt, wenn so eine Stimmung entsteht, wo man sich zuhört und noch ein bisschen anders aussieht, als wie man eingegangen ist. Da gelingt viel. Also das, man weiß noch nicht, was im Endeffekt dann den Ausschlag gegeben hat, aber man darf trotzdem nicht locker lassen. Was wünschst du dir von uns? Was könnten wir dir, damit das, was du machst, noch mehr Perspektive bietet oder dass man das auch ein bisschen in die Breite kommt? Was fehlt bei deinen Kollegen, die sich nicht getrauen, so zu arbeiten wie du? Ja, halt weiß ich nicht. Was vermutest du? Das ist eine schwierige Frage. Ich vermute eigentlich gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Kannst du auf das eine Antwort geben?
oder dass wir uns das ein bisschen da annähern. Was fehlt? Weil es gibt ja, also ich glaube, jetzt haben wir die ganz generelle Ablehnung von den Spinnern, die ist vorbei. Nicht? Also das hat sich mittlerweile, da waren einfach viele Leute, die was einfach ganz tolle Sachen gemacht haben, die haben sie gemacht. Also ich glaube, mittlerweile ist keiner mehr ein Exot, der da oder war total ausgegrenzt. Am Anfang waren das ja totale Idioten. Ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, die ersten Bio-Weinbauernskassen, die züchten das Ungeziefer für ihn alle und die sind angefeindet worden, denen hat man die Reben abgeschnitten und so weiter. Obstwirtschaft war es ähnlich. Jetzt, Bio-Landwirtschaft im Viehwirtschaftsbereich ist ja nicht so massiv an Änderungen. Es hängt damit zusammen, ob du die Flächen hast, dass du sie gehen lassen kannst, ob du genug Flächen hast, dass halt ausreichendes Futter hast und dass du nicht viel zufüttern musst und so weiter. Die Umstellung, glaube ich, ist im Viehwirtschaftsbereich, im Milchwirtschaftsbereich nicht so tiefgreifend wie bei der Obstproduktion oder beim Gemüse. Aber was können wir dir oder was soll die Gesellschaft dir oder was würdest du sagen, was war für dich eine ideale Situation, damit die Perspektive für die Art und Weise Landwirtschaft zu betreiben, wie es das macht, dass man die fördern kann? Also zum einen denke ich schon, dass es in der Viehwirtschaft zumindest individuell wahrgenommen schon eine Hürde ist, die Umstellung. Wenn man sich vorstellt, dass das über Generationen hinweg Milchwirtschaft unter konventionellen Bedingungen betrieben wurde und dann heißt zuvor mal Auslauf, Weide, weniger Viech, keine Silage, kein Mais, das ist nicht gleich so. Ja, man muss von dem schon überzeugt sein und auch darum glauben, dass es Sinnfrage, dass es sinnvoll ist. Also deswegen glaube ich, dass vielen Überzeugung, aber auch dann der Mut fällt, das wirklich umzusetzen. Auch die Angst vor dem wirtschaftlichen Risiko, ist das schon das Richtige? Ist das Biolaya Trend, was vorübergeht? Oder ist das wirklich die Zukunft? Ja, ich glaube, es fällt auch, es ist ja in der Aufklärungsarbeit noch Potenzial nach oben. Ich formuliere es mal so. Und wenn du mich jetzt fragst, was, also der Konsument, das ist allem so gut gesagt, er muss bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen. Ja, er muss bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen. Hell, ist auch meine Rede. Aber ich möchte ein bisschen Verantwortung vom Konsument nehmen und den Gesetzgebern, auf die Gesetzgeber umwälzen, einen Teil. Und zwar bin ich der Meinung, dass nicht jeder Einzelne in der Lage ist, das ganze Angebot von Bio und Fair und von den ganzen verschiedenen Haltungslabels, das zu durchblicken. Und muss er auch nicht, finde ich. Ich wünsche mir vom Gesetzgeber, dass es einen Standard gibt, der so beschaffen ist, dass Tiere immer artgerecht gehalten werden, dass tierische Produkte per se artgerecht produziert werden. Und ich weiß nicht, ob tierische Produkte nicht, damit ein teurerer Preis durchgesetzt werden kann, das ist jetzt von mir so ein lauter Gedanke, vielleicht muss der tatsächlich von oben reguliert werden, der Preis. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, dass tierische Produkte mehr kosten müssen, damit wir andere Produktionsstandards erhalten. Es war schon eine andere Möglichkeit auch. Man kann es schon über die Preise auch machen. Also da gibt es zum ein Beispiel, dass die Kosten für die Wassersanierung in Frankreich, die was notwendig wären, um das Wasser wieder zu reinigen von den Folgen der konventionellen Produktion, sind ca. 50 Milliarden Euro. Und das ist die Brutto-Wertschöpfung, die konventionelle Landwirtschaft in Frankreich hat. Das heißt, wenn man die Kosten für die Wassersanierung in die Preise einnehmen müsste, nach dem Verursacherprinzip, dann waren die konventionellen Lebensmittel in Frankreich jetzt auf der Grundlage doppelt so teuer. Auf einmal hätten wir die Kostenwahrheit und wenn wir die Umweltgüter mit einrechnen, dann kämen wir da auf eine andere Berechnungsgrundlage. Das heißt, sie drucken sich alle um die Entscheidungen und holzen dem Steuerzahler und uns die Kosten auf, die auch durch die Umweltschäden entstehen. Wir zahlen die Umweltschäden separat und belohnen eigentlich nicht für die Vermeidung von Umweltschäden. Und wir müssen eigentlich nicht etwas
großherzig zukommen lassen, sondern wir müssen leider dafür sorgen, dass die, die Schäden verursachen, die Schäden zahlen. Es kann dann sein, dass die Preise allgemein nachher sind wieder, aber sie sind halt nachher gerecht und drucken etwas aus. Früher hat der Haushalt, vor 30, 40 Jahren, der Haushalt 30, 40 Prozent von seinem Budget für Ernährung hergenommen. Heute sind es 8 Prozent, 10 Prozent. Die Ernährung, das Essen, die Lebensmittel kosten im Verhältnis zu den anderen Ausgaben, die wir haben, alleweil weniger. Dafür haben wir das Geld für Handys und für 5 Hosen in der Saison. Und was weiß ich, und T-Shirts, die man einmal trägt und dann wieder wegschmeißt und so weiter. Also da, die Frage muss ich schon einmal stellen. Also wenn du die Politik einnimmst, dann ist genau die Frage auch zu stellen. Ja, die Frage ist auf jeden Fall. Und in Konsequenz kommt wirklich, wir können mir einen Trend in unserem Konsum- und Ernährungsverhalten einleiten. Ja? Und da müssen auch meiner Meinung nach Anreize geschaffen werden, dass das kommt. Wir werden nicht allem so weitermachen können zu gleichen Preisen. Wir werden auch nicht jeden Tag zweimal Fleisch auf dem Teller stehen haben. Wenn es das Doppelte kostet, dann wird sich keiner leisten. Das ist auch nicht das Ziel. Es muss eine Veränderung auf dem Menüplan kommen. Interessant, dass eben eine Fleischproduzentin sagt, esst weniger Fleisch. Aber das ist eigentlich eine logische Konsequenz. Ja, aber natürlich sage ich das. Esst weniger Fleisch, esst aber gutes Fleisch. Zahlt es mehr, aber weniger. Nachher bin ich auch in der Lage, halbwegs in Relation zu produzieren. Ja. Reden wir noch einen Anblick von Mengen. Was kann man, wie viel Prozent vom Markt könnten die Südtiroler Bauern im Fleischbereich bedienen? Ungefähr. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall. Aktuell ist der Fleischmarkt in Südtirol marginal. Ja, marginal. Rind gärt, Schwein ist nindest, Geflügel ein bisschen. Aber wahrscheinlich wird es die gleiche Delusion sein wie beim Bäcker von Lorenz, dass wenn ich meine 10 Kalblern in 3 Schichten gebe, vielleicht ein Donnerstag fertig ist. Oder wenn gedörkelt wird im Eisoktor. Ja, ganz genau. Ja. Gib es Mikro bitte noch einen Augenblick in Lorenz. Lorenz, es ist jetzt ein Wunder passiert, nachdem du bei Startklar warst, hat die SVP aufgestellt und du wärst gewählt und bist Landesrat für Landwirtschaft geworden. Und du musst morgen in der Früh um 8:30 Bozen fahren. Was war das Erste, was du tust, wenn du Landwirtschaftslandesrat in Südtirol warst? Was ich tat, wenn ich selber morgen war. Der Chauffeur wartet schon. Vielleicht komme ich nicht. Was machen zu dir bei uns im Land? Ja, ich sage, bei uns im Land ist jetzt einmal recht wenig zitieren. Für mich ist vor allem die EU, was in die EU macht ja die billigen Preise für Lebensmittel nicht, weil sie selber noch der Meinung sind, man muss in Lebensmittelpreis tief haben, damit sich jeder Mensch das leisten kann. Nicht? Also mir sagt man schon, man muss umsetzen, meiner Meinung nach nicht, weil das ist ein bisschen eine globale Geschichte alles zusammen und noch muss man halt, wenn alle zusammenarbeiten. Nicht? Wenn ich jetzt in Bozen als... die Idee gefällt mir nicht. Dann stellen wir die gleiche Frage an die Julia. Es ist, man redet den ganzen Tag, redet man, was man alles ändern kann. Und wenn du noch mal drin bist, was tust du? Ja. Und da hat man es noch auch wirklich, was man sagt. Das ist die nächste Frage, weil das sind ja keine Deppen, was da reingehen, aber sie machen da recht allem weiter. So ist es. Und deswegen glaube ich eben, mein Glaube ist, wie der Forscher schon gesagt hat, die ganzen Jungen, was da sich dahinter setzen und depastieren, dass die zusammen mehr erwecken, wie wenn ich jetzt nach Bozen gehe und etwas tue. Weil
ich bin in Kontakt mit ein paar drinnen und da bringt man nicht so viel weiter, wie man jetzt so, wenn man es jetzt so geht. Deswegen glaube ich, sind wir da jetzt auch so gesehen, passiert etwas. Auch sie arbeiten gut in der Richtung, aber haben auch Hürden. Genug. Also es muss es von unten kommen? Der Wandel oder die Transformation? Nein, es muss nicht. Aber was ich halt beobachte zurzeit, ist selten nicht, dass viele eben so junge Leute sich engagieren und wirklich konsequent da eine Linie ziehen, wo es wirklich einen Sinn ergibt. Nicht. Julia, die gleiche Frage an dich. Der Chauffeur wartet und du musst ins Landwirtschaftsassessorat und musst dort das Zepter übernehmen. Ja, also ich bin auch... Du musst an alle denken, nicht allein an die ja. Fleisch. Ja, also ich bin ja aus gutem Grund heute als Bäuerin da und nicht als Politikerin. Die politische Gestaltung der ganzen Problematiken und Forderungen, wie man sie heute auf den Tisch gelegt hat, traue ich mir nicht zu. Das ist ja nicht mein Job. Das dürfen und das sollen die Politiker machen. Ich denke auch, dass es im Kleinen total wichtig ist, dass wir alle auf unserem Platz versuchen und dienen und machen. Bin aber trotzdem der Meinung, dass um das Ganze in die Breite zu bringen, auch, also von unten nach oben definitiv, aber auch ein Stück weit muss von oben nach unten geholfen werden. Was sagst du? Was mir sagen, also ich möchte es gerne ein bisschen konkreter haben. Wenn du sagst, du hast deine Forderung an die Politiker, bringen wir es ein bisschen mehr auf den Punkt. Wo muss man ansetzen? Beim gesetzlichen Rahmen, beim Marktgeschehen? Ich denke, dass an ganz viele Schrauben zu dranen ist. Ich denke, jetzt spreche ich mal aus meiner Perspektive. Tierwirtschaft, Viehwirtschaft, ja. Also gesetzlich zu schrauben ist für mich, das muss nicht von heute auf morgen kommen, aber es muss allen wieder gesagt werden und es muss umgestrebt werden, dass man endlich einen höheren Standard in tiergerechte Haltung kriegen. Das heißt, dass wir uns sukzessiv weg von der Anbindehaltung bewegen, dass wir uns, wenn wir an Deutschland denken, weg von der Spaltbodenhaltung in der Schweinewirtschaft bewegen. Und da können die Gesetzgeber sehr wohl etwas tun. Auf der anderen Seite muss auch an der Schraube gedreht werden, dass das die Landwirte machen können, die Investitionen, dass sie umstellen können. Sie brauchen Planungssicherheit, sie brauchen eine Minimierung vom Investitionsrisiko und da siege ich nicht allein, der Konsument auch bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen. Ob ich da in steht in der Verantwortung, den strukturellen Wandel, den Umbruch zu begleiten. Und in die Landwirte eben da am Moment zu helfen, die Umstellung für das, was sie machen möchten, den Weg zu gehen. Weil Tierwohl kostet, das ist ein Fakt, der sich nicht wegreden lässt. Und Klimaschutz kostet auch und ist nichts für Feiglinge. Und kein Klimaschutz kostet noch mehr. Und kein Klimaschutz kostet uns vielleicht unseren Planeten. Kostet die Existenz. Also ich glaube, man ist kein Theoretiker von irgendetwas Bedrohlichem, wenn man sagt, es hat noch nie in der Menschheitsgeschichte so eine konkrete Aussterbensperspektive gegeben wie jetzt gerade. Also wer das nicht wahrnimmt, der hat etwas nicht verstanden oder ist ein Zyniker oder ist ein Ignorant, weil man weiß mittlerweile, wie die Situation steht. Okay, ich möchte jetzt so langsam zum Schluss von dem oben kommen. Und ich möchte da jemanden grüßen, der heute fahrt. Das ist der Gunter Niedermeyer. Wir winken ihm zu. Er ist in Quarantäne. Wink mal alle miteinander, wir sind da hinten rein. Er schaut uns zu. Er ist da Gastgeber und ermöglicht die Startklarreihen im UFO in dem wunderbaren Rahmen, den wir da vorfinden.
Ich möchte noch einmal einen Augenblick auf das Thema eingehen, lieber Lorenz, auf den Nährstoffkreislauf, der in der biologischen Landwirtschaft ja eine große Rolle spielt. Ist es für einen Südtiroler Bauer möglich, den Nährstoffkreislauf auf seinem Hof zu schließen? Oder braucht er auf jeden Fall noch Material oder Wirkstoffe oder Materialien von außen? Wir haben in der Querdenken-Reihe, die war vor der Startklar-Reihe, haben wir mal den Alexander Agetle zu Gast gehabt aus Schleiß bei Molls. Und der hat mehr oder weniger im Nährstoffkreislauf, dem ist gelungen, den Nährstoffkreislauf auf dem Hof zu schließen. Allerdings erst nachdem er einen sehr werthaltigen Käse hat produzieren können, sehr teuren Käse, beste Weichkäse von Italien, damit er eben mit der abnehmenden Milchmenge auch noch den Preis produzieren kann, den er braucht zum Überleben. Weil sonst steht er auch wahrscheinlich müssen intervenieren, dass die Milchmenge höher ist und die Käsemenge und so weiter. Ist es möglich für einen Südtiroler Bauern so, oder denkst du auch darüber nach, wie gehst du mit den Nährstoffkreisläufen in deinem Betrieb um? Ja, mein Betrieb ist in der Hinsicht ziemlich normal aufgestellt. Das heißt, ich habe vor allem Mist, den ich aber muss durch meine Situation für andere Betriebe halt zu mir bringen und noch kompostieren. Jetzt generell sehe ich die Situation so, dass ein Land wie Südtirol allem genug Viehwirtschaft hat und nicht die Probleme hat mit irgendwelchen Stoffen, die nicht vorhanden waren von der Düngung oder von wir haben auch Kalk selber und solche Sachen, die die Böden manchmal brauchen, nicht sehe ich überhaupt nicht das Problem. So, das Problem ist eher da in den Bereichen, wo mit der Monokultur oder mit der Einseitigkeit übertrieben wird. Wenn man die ganzen Äpfelwiesen anschaut, wo komplett keine Viehwirtschaft ist oder so, nicht, die haben natürlich ganz einseitige Versorgung vom Boden nicht mit chemischen Sachen oder so teilweise und die Zelle funktioniert halt schon nie auf die Dauer nicht. Andere ist halt, wenn man mehr auf die Vielfalt setzt, wie ich es halt auch probiert zu tun und was ich halt allen plädiere, dass man auf Zell mehr schauen soll, im Großen wie im Kleinen. Nur hat man das Problem eigentlich automatisch nicht mehr. Und wie gehst du konkret vor? Das heißt, du hast den Mist, den musst du gut aussuchen, weil wahrscheinlich nicht jeder sich eignet. Und danach kompostierst du den nach einem eigenen Verfahren oder wie gehst du da vor? Ja, das ist nicht ganz kompliziert bei mir. Das wird mit gewissen Präparaten geimpft, damit der Prozess schneller und effektiver anläuft. Und dann braucht es ein bisschen Zeit. Nur ist der ein hochwertiges Produkt. Und das setzt du noch ein und da kommen noch andere Produkte dazu, Abfälle vom Getreide, wird das mitkompostiert oder wie läuft das ab? Oder hast du da auch Abfälle? Ja, es werden auch andere Sachen kompostiert, es wird aber auch viel im Boden eingearbeitet. Also das heißt, von Gründüngung bis zum Stroh wird viel einfach schon auf dem Boden selber wieder eingearbeitet und allgemein zu probieren, alle Nährstoffe auszudecken, die im Boden zu geben.
Danke vielmals. Jetzt möchte ich zum Schluss kommen und ich möchte das Mikrofon gleich bei dir lassen und möchte die fragen, welche Schlussbemerkung du uns mitgibst. Wir sind da jetzt, wir sind Konsumenten, wir sind Kollegen, wir sind quer durch die Gesellschaft. Was gibst du uns mit oder was möchtest du gern uns noch mitteilen, wenn du jetzt schon mal das Mikrofon in der Hand hast? Wir haben auch draußen auf Facebook, auf Salto.bz, auf YouTube Leute, die was uns zuschauen. Das wird auch aufgezeichnet und wird nachher erfahrungsgemäß auch relativ viel angeschaut. Danach noch, kommt in die Mediathek. Was möchtest du uns als Botschaft jetzt mitgeben? Nutze es aus. Ja, meine Grundbotschaft, vor allem, was ich eigentlich sagen will, ist, dass der Fortschritt, den wir so viele Jahre jetzt als Fortschritt gesehen haben, dass der mit Vorsicht ein bisschen zu genießen war, dass die ganze Entwicklung einmal zu hinterfragen und sich zu fragen, ob das Neue halt schon besser ist, nicht? Weil ich lerne vor allem vom Alten und komme zum Schluss mit dem Alten kann man gut fahren, mit dem Neuen auch allem, aber es ist allem, nicht allem als das Beste, weil es jetzt die neue Erfindung ist. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bitte verabschiede den Lorenz mit einem Applaus. Viel Erfolg für deine Arbeit und mach so weiter, vernetz dich und hoffentlich tragt das Früchte, was du da vorantreibst. Gleiche Frage an die Julia. Was gibst du uns mit, beziehungsweise was möchtest du uns jetzt noch vermitteln als Abschlussbemerkung von dem Abend? Oder ist da vielleicht auch an dem Abend etwas für dich jetzt sehr Spannendes dabei gewesen, was du mitnimmst? Was ich uns alle mitgeben möchte und wo mein wichtigstes Bestreben ist, einfach so viele Leute wie möglich auf den Weg mitzuholen, ist, dass wir wirklich anfangen müssen, umzudenken, neu zu denken. Und neu denken heißt wirklich neu denken, nicht ein bisschen was verändern. Es wird 180 Grad Wendungen brauchen in gewisse Bereiche, damit unsere Welt lebenswert bleibt, damit wir Nahrungsmittel kriegen, so wie wir sie gern hätten. Und ja, also wie ich schon gesagt habe, dass wir uns einfach unser Konsumverhalten überdenken, unsere Ernährung überdenken. Und es ist ja nicht leicht Tierschutz, das damit einhergehen könnte, wenn wir unsere Ernährung verändern. Es ist gleichzeitig Klimaschutz und es ist vor allem auch, wie du es, Marco, gesagt hast, es ist auch ein gesundheitlicher Aspekt, der dabei eine Rolle spielt, wenn wir unsere Ernährung am Moment verändern. Genau. Vielen Dank, Julia Fischer. Viel Erfolg und Freude und Sinn in deiner Arbeit. Dankeschön. Damit kommen wir jetzt ans Ende der Veranstaltung und wir haben jetzt eben 4 Veranstaltungen durchgeführt. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Unterstützern und den Sponsoren. In erster Linie beim UFO, das in Zusammenarbeit mit uns, mit der Arbeitsgruppe, 2 Vertreter der Arbeitsgruppe sind auch da. Der Gunther ist eben leider in Quarantäne, die Veranstaltungsreihe vorbereitet hat wieder. Wir werden unterstützt vom KVB, Bezirksorganisation Pustertal ist in der Arbeitsgruppe auch mit dabei und unterstützt die Veranstaltung. Wir werden unterstützt von Raiffeisen, herzlichen Dank. Das ist wichtig, dass große Bankinstitute für unsere Größe sich darauf einlassen und Veranstaltungen unterstützen, wo eben debattiert wird, wo Zukunftsperspektiven aufgebaut werden. Wir bedanken uns bei Salto.bz, das ist, alle kennen das, für mich eine Bereicherung in der Medienlandschaft in Südtirol, ein sehr erfolgreiches mittlerweile Internetportal. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Wir liefern vielleicht Content, es sei ein Medium, auf die Art und Weise können wir sehr interessant zusammenarbeiten. Wir bedanken uns weiterhin bei weiteren Medienpartnern, die wir haben, bei der Pustertaler Zeitung, bei Radio Holiday,
Die Holiday sendet manchmal Ausschnitte von den Veranstaltungen dort, die was einem aufgenommen werden. Wir bedanken uns bei Solunio und wir bedanken uns vor allem auch bei Erich Wiedmann, der die abgecycelten Möbel da macht in Findl. Also wir haben da so eine angenehme Studiosituation, weil da so ein wunderschönes, goldenes, abgecyceltes Sofa steht. Das hat schon ein langes Leben gehabt und wird noch ein langes Leben haben. Und das ist auch ein Zeichen, dass man eben das Alte, wie du sagst, wertschätzt und dass man dem wieder ein neues Leben gibt. Vielen Dank an den Erich in noch Findl. Wir bedanken uns beim Amt für Kultur der Südtiroler Landesregierung, der die Veranstaltung auch unterstützt. Und wir bedanken uns in erster Linie bei all den Gästen, die wir gehabt haben und bei euch allen sehr herzlich. Und der Gruß geht auch aus in die große, weite Welt. Es ist faszinierend, dass wir heute Medien zur Verfügung haben, dass wir auch aus so einer kleinen Situation wie dem UFO mehr oder weniger mit Fernsehqualität mit der ganzen Welt verbunden sein können. Ich finde das genial. Und der, was da einen großen Verdienst hat, ist der Michele Kohlmann hinten, der die Technik macht, zusammen mit dem Stefano Fiore. Vielen herzlichen Dank an die Technik. Und wir bedanken uns nochmal für Enker dabei sein. Vielleicht nehmt es etwas mit, vielleicht diskutiert es morgen mit Enker Kollegen, vielleicht kommt etwas in Bewegung. Was eh schon in Bewegung ist, stärken wir die Bewegung, machen wir es schneller, wir brauchen es dringend. Es geht um die Perspektiven von uns und von allen, die was noch ins kommen. Vielen Dank und alles Gute. Kommt's gut heim.